Na, was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, Kimi, wir kümmern uns heute einmal um die Makrofotografie. Makro ist gut. Halt, bleib hier, wo laufst du hin? Na, ich hole ein Mikroskop. Aber Kimi, da brauchst du doch kein Mikroskop, bitte. Na, was denn? Reicht, wenn du ein Makroobjektiv hast. Okay. Wer hat bitte ein Makro? Das muss ein billiger gehen. Na gut, wenn du meinst, es soll billiger sein, dann machen wir es mit der Lupe. Mit der Lupe, das schau ich mir aber an. Na, das kannst du dir anschauen. Der günstigste und einfachste Weg für Makrofotos ist wirklich eine Lupe. Und ich habe auch hier noch eine spezielle Lupe. Was wollen wir aufnehmen? Wir wollen diese Füllfeder aufnehmen. Und als Makro definieren wir Aufnahmen von einem Maßstab von mindestens 1 zu 1. Das heißt, wir wollen eigentlich nur diese Feder am Foto haben. Dazu habe ich hier eine schwarze Unterlage, lege die Feder drauf und jetzt kann ich diese Lupe hier klappen, nochmal klappen und sogar Licht einschalten und kann jetzt durch diese Lupe durchfotografieren. Sollte das Licht nicht reichen, reicht eine ganz kleine LED-Taschenlampe, um zusätzliches Licht zu schicken. Und das kannst du jetzt testen, Kimi. So, schauen wir uns das in der Praxis an. Klappen wir mal diese Taschenlampe, nein, Lupe, auf und um. Licht geht da, hat er gesagt. Das schaut ja witzig aus. Vielleicht sollte ich zuerst eine machen ohne. Ja, das ist eine gute Idee. Dann siehst du den Unterschied, was dir die Lupe bringt. So näher geht es nicht, aber ich brauche ein Licht. So, dann. Gut, haben wir mal das. War, naja, groß ist es nicht. Schauen wir mal, wie das mit der Lupe wird. Ich sage immer Theorie, Praxis geht vor Theorie. So. Na Kimi, was sagst du jetzt? Wie einfach das ist. Oh Gott. Ja, was machst du? Du kannst nicht unsere Motive essen. Ich kann, siehst oh, du. Je. Oh je. Ob es dir noch was wird, das weiß ich nicht. Aber Pippi fein. Pippi fein. Wunderbar.